Dachen, lass mich küssen. Wir machen noch ein paar Fotos. Ja. Ob du dich gleich hinsetzen sollst? Nee. So. Das ist ein Laubblatt. Ja. Egon. Lackschuhe. Was sagst du? Alles dreht sich mit der Weile wieder raus. Es ist alles so unsinnig, was ich tue. Das ist alles so unsinnig, was ich tue. Ich werde meine Traumwelt niemals finden. Ich werde meine Traumwelt niemals finden. Und jetzt beides nochmal zusammen. Das ist unsinnig, was Es ist alles so unsinnig, was ich tue. Ist es für Stuart. Ich werde meine Traumwelt niemals finden. Viel Erfolg, Herr Calvo. Ja. Gehen Sie schon mal zu Ihrem Drehort. Dein Satz, wie war dein? Ja, erst müssen wir erstmal die Szene drehen. Danach kannst du rauchen wieder. Zunächst erscheint die Gesellschaft schon etwas merkwürdig. Allerdings, wenn die zufälligen Spaziergänger im Stadtwald sich etwas Zeit nehmen, dann verstehen sie. Die Redakteure, Regisseure, Techniker arbeiten zwar nicht allein. Das Videoteam der inneren Mission wird betreut. Aber das ist für Zuschauer erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Hans-Joachim ist heute einer der Darsteller. Das ist nicht seine erste Rolle. Und mit dem Text wird das schon gehen. Sonst helfen die anderen ein. Jens ist heute Kameraassistent. Jetzt kann er endlich sehen, wie die Bilder werden könnten. Egon spielt die Hauptrolle. Es ist seine Geschichte. Er hat sich ausgedacht, was da verfilmt wird. Ein einsamer Mann auf der Suche nach Freunden. Und die findet er im Haus der kleinen Menschen. Davon träumt er und der Traum wird sich erfüllen. Machen wir gleich Fotos zusammen, ne? Okay. Mit dabei auch Ludwig als Fotograf. Mach die auch nicht kaputt. Kamera ist teuer. Bruderbereich ist teuer. Andere aus der Gruppe haben nicht so rechte Lust. Erika friert und will lieber wieder nach Hause. Für lange Vorbereitungen fehlt die Begeisterung. Die Leute mit der Kamera arbeiten jeden Tag, vormittags und nachmittags, an ihrem neuen Filmprojekt. Sie sind geistig behindert oder psychisch krank. Werden aber nicht mit irgendwas beschäftigt, sondern sie haben sich vorgenommen, Filme zu machen. Heute werden zwei neue Sätze aufgenommen. Na. Das steht nicht im Drehbuch. Probe für den ersten Satz. Was erscheint dir so unsinnig, dass du es laut in den Wald rufen musst? Du machst Regie? Ja, ich mache Regie. Und was musst du da machen? Das hier vorlesen. Das Haus der kleinen Menschen. Die Sätze vorlesen? Ja, natürlich. Und, geht das gut? Ja, es geht gut. Und was musst du noch machen? Das mache ich gar nicht. Nur die Sätze vorlesen. Dass die Sätze richtig gesprochen werden? Ja, natürlich. Und macht das Spaß, Regie? Ja, macht das Spaß. Ich weiß doch nicht, was ist Regie. Es ist alles so unsinnig, was ich tue. Ich werde meine Traumwelt niemals finden. Ist das auch unsinnig, was du hier tust? Ja, das. Nee, das tue ich nicht. Das ist nicht unsinnig. Nee. Eine Aufgabe haben, das ist das Wichtigste. Und am Ende ein Ergebnis zum Angucken. Ludwig hat heute besonders viel zu fotografieren, denn das Filmteam wird von einem Filmteam beobachtet. Das seltene Ereignis muss auch festgehalten werden. Die besten Fotos von Ludwig werden später im Studio an eine Wand geklebt, manche auch in einer Zeitung veröffentlicht. Und fast nebenbei geht dann die richtige Arbeit los. Klappe für einen neuen Versuch, aber die Gedanken sind doch schon eher beim Mittagessen. Warum bist du denn mitgefahren? Weil ich Hunger habe. Nee, warum bist du hier mit hergefahren? Es ist kalt draußen. Ja. Ist es schön, hier zu gucken? Nee,
Einen Hunger habe ich. Ja? Die Ursache für Erikas Krankheit ist unklar, aber schon als Kind haben ihr Ärzte im Dritten Reich die Diagnose Idiotie in die Krankengeschichte geschrieben. Fast ihr ganzes Leben hat sie in Heimen und psychiatrischen Anstalten verbracht. Zuletzt 25 Jahre in Blankenburg in der Nähe von Bremen. Erst seit sie dort entlassen wurde, kann ihr Leben wieder als menschenwürdig bezeichnet werden. Jetzt hast du dein Zimmer hier in der Parkstraße. Und davor, weißt du noch, wo du da gewohnt hast? Bei Schwester Anni. Ja, bei Schwester Anni. Wo war das? In Wohnheim von Schwester Anni. Meinst du Blankenburg? Blankenburg. Oder ist das gefroren? Hm. Nee, ganz so kalt ist noch nicht. Mir ist gar nicht so kalt. Magst du denn auch erzählen, wie das in Blankenburg gewesen ist? Die kleinere Mensch. Na sowas, reicht immer nicht. So, guck mal, das ist eine Karte. Eine zerrissene Karte. Das ist die Erinnerung an früher. Damals hatte sie alles zerrissen, als ob sie ihr Leben zerreißen wollte. Klassische Verwahrpsychiatrie. Kein Wunder, Blankenburg, das hieß für die meisten lebenslänglich. Von der Gesellschaft abgeschoben in ein Ghetto, von Ärzten abgeschrieben als unheilbar krank. In dem ehemaligen Kloster waren bis zu 400 sogenannter Langzeitpatienten untergebracht, Menschen, denen niemand mehr zutraute, jemals wieder ein normales Leben zu führen. Psychisch Kranke, geistig Behinderte oder auch chronische Alkoholiker. Arbeit bedeutete hier Wäscheklammern zusammenstecken, Hof fegen, Holz schmirgeln, Körbe flechten. Betreut von viel zu wenigen und dazu noch völlig unzureichend ausgebildeten Pflegern. Ruhig gestellt mit Medikamenten. Jeder Tag gleich, ohne Aussicht auf Änderung. Sich beschäftigen zu dürfen, das war schon etwas Besonderes. Was bedeutet denn diese Beschäftigung für Sie? Eine Ablenkung. Wovon eine Ablenkung? Von Stationen, wenn ich den ganzen Tag Stationen sitzen brauche. Wie lange leben Sie schon hier in Blankenburg? Von 1958 bis 62 und von 62, nee, von bis 59 und von 59 bis 62 in Bremen aus Schwarholz und dann von 62 bis jetzt wieder hier. Dieselbe Frau, 10 Jahre später. Das triste Leben ist vorbei. Karin wohnt in einer Wohngemeinschaft. Wie war das in Blankenburg? Da wurde nicht gekocht, ne? Das kam aus der Großküche. Mhm. Das war, wie nennt man, Dampfessen. Das wurde jeden Tag gebracht? Ja. Ich war ja nicht nur in Blankenburg. Erzähl mal, wo warst du denn überall? Wie hat das denn angefangen? Ich bin erst nach Osterholz gekommen, 1948. Warum? Da war ich aber schon. Hier weiß ich das, warum, fragt man die Bekloppten. Ich wusste nicht, wohin, ich hatte kein Zuhause, ich war blind. Und keiner wollte mich haben, da hat man mich in eine Nervenklinik gesteckt. Und dann bin ich von Osterholz nach Blankenburg gekommen, da war ich vom 12.02.62 bis 15.11.84. Medikamente, hast du viel Medikamente gekriegt? In Blankenburg habe ich am Tag 30 Stück gekriegt. 30 Medikamente? 30 Tabletten. Kreislauf, Herz und alles Mögliche. Und wie hast du dich dann gefühlt? Schlecht, schlecht. Solche Fragen kann ich schwer beantworten. Ja. Will sie vielleicht auch nicht beantworten. Jetzt bin ich 9 Jahre in der Wohngemeinschaft.
Ich habe viel gelernt, ich bin selbstständig geworden. Das habe ich dir heute Morgen schon mal gesagt, ich brauche kaum noch Betreuer. Was geht denn jetzt alles, was früher nicht gegangen ist? Einkaufen, was ich möchte, kann ich einkommen. Ich kann mir Zeug kaufen, was ich möchte. Ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Ich kann mir kaufen, was ich möchte. Ich brauche keinen Fragen, darf ich das? So wie früher. Nimm mir doch mal das komische Mikrofon hier raus. Mit drei ehemaligen Blankenburgern wohnt Karin zusammen. Alle haben fast ihr ganzes Leben in Anstalten verbracht. Alle haben erst langsam wieder gelernt, selbstständig zu werden. Schwer war das am Anfang. Wie traut man sich zu, eigene Entscheidungen zu treffen? Wie lernt man wieder, für sich selbst zu sorgen in den einfachsten Dingen? Wäsche waschen, telefonieren, kochen. Nach Jahrzehnten Unselbstständigkeit ein völlig neues Leben. Karin galt nicht nur als chronisch psychisch krank, sie ist auch blind. Und auch damit geht sie heute ganz selbstverständlich um. Montag ist ihr Kochtag. Da geht sie erst einkaufen und dann den ganzen Vormittag Vorbereitungen in der Küche. Und wehe, es kommt jemand und meint, ihr helfen zu müssen. Geh da weg, ich kann das alleine. Und sie kann es wirklich. Kartoffeln schälen genauso gut wie das heiße Wasser abgießen, wenn sie gar sind. Oder Tisch decken. Da geht sie 10-mal im Raum hin und her, ohne irgendwo anzustoßen. Nur von früher zu erzählen, das fällt ihr immer noch schwer. Von den vielen Anstalten, in denen sie hin und her geschoben wurde. Von den Spritzen, vom Anschnallen ans Bett, von den Elektroschocks, mit denen sie behandelt wurde. Sie zeigt lieber, wie gut es ihr heute geht, was sie sich alles angeschafft hat und wie sie die Tage verbringt. Das ist mein Schrank. Hier, da find ich alles drin wieder. Hosen und alles sind da drin. Findest du selber die Sachen da drin? Ja. Ja, ist doch toll, so ein großer Schrank. Ich krieg neuen, einen davon. Hier bis hier geht. Bis hier. Aha. Ja. So, und was hast du hier noch? Ein Bett? Ja, sicher. Wo soll ich denn dort drin schlafen? Eben. Und ein CD-Player mit Radio und Kassetten. Dieser hier. Mhm. Hörst du viel Musik? Ja. Und jetzt zeige ich euch noch was. Jetzt mache ich mal was an. Alles. Meine Vögel sagen vor Schreck gar nichts mehr. Hier, da ist doch so ein Ding. Und dann drücke ich hier drauf. Guck, und jetzt ist es an. Und wenn ein Programm mir nicht gut genug ist, dann mache ich. Und dann setzt du dich hierher und hörst Fernsehen? Ja, diesen habe ich ja neu. Der kriegt sämtliche Programme rein. Das flimmert nicht, das ist kein Schnee drin. Prima. Bist du viel in deinem Zimmer? Ja, wenn ich zu Hause bin, ja, aber meistens. Hast du gesehen? Ja. Weg ist es. Die Wohngemeinschaft wird betreut von zwei Sozialarbeitern. Jeden Tag kommt wenigstens einer mal vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, zu helfen, wenn es nötig ist. Montags nachmittags gemeinsames Treffen für alle, Wochenplanung. Kochplan, einkaufen, kleine Probleme am Rande und Geld ausgeben, alles wird besprochen. Mariechen zum Beispiel will zum Friseur für eine neue Wasserwelle. Mariechen, das wird ja teuer, zum Friseur gehen, ne? Mhm. Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass du vielleicht wartest, bis du dein Arbeitsgeld kriegst. Ja, warte ich schon lange. Nächste Woche kriegst du das. Ja, Und dann kannst du dann ja zum Friseur gehen, ja? Ja, gehe ich auch dahin. Weil sonst ist dein ganzes Taschengeld flöten. Ja, das Problem macht nichts. Habe ich schon abgegeben. Ja, Pfeffertaschengeld habe ich noch aufbewahrt. Ja, habe ich gesehen. Hm? Musst du dir überlegen. Sonst, ich würde lieber sonst nächste Woche gehen, wenn du dein Arbeitsgeld hast. Ja, gehe ich nächste Woche. Ja? Die anderen haben heute nichts Besonderes zu besprechen. Vielleicht stören ja auch die Gäste.
Helga zum Beispiel erzählt sonst viel von ihrer Arbeit, von den Kolleginnen in der Nähstube. Denn dort ist sie auch jeden Vormittag mit anderen ehemaligen Blankenburgern zusammen. Man kennt sich von früher. Einen richtigen Arbeitsplatz wie diesen hatte Helga in ihrem ganzen Leben noch nicht. Auch in Blankenburg durfte sie höchstens mal in der Küche helfen. Ah ja. Ist gut? Ja. Es geht nicht. Das kann nicht, das ist die Elke. Die Nähte sind ja gerade. Ja. Keine der Frauen kann heute begreifen, warum ihr Leben früher so anders war. Warum ihnen niemand zugetraut hat, richtig zu arbeiten. Warum sie sich nicht mit Freundinnen treffen durften, so wie heute. Hier jedenfalls halten sie alle Regeln ein, die gefordert werden. Und die unterscheiden sich kaum von anderen, von normalen Arbeitsplätzen. Sie müssen pünktlich sein, sie dürfen nicht fehlen und sie müssen ihre Arbeit ordentlich machen. Selbstverständlichkeiten, die Helga und die anderen nie anzweifeln würden. Was wäre das? Topflappen-Ecken. Die Topflappen, wie die da an der Wand hängen, diese Kabel sind das. Dann die Flicken zusammengenäht, so Dreiecke. So was ist das, das hat immer zusammengenäht. Das Kabel sind einzeln und dann steht Nähen nachher. Und ist das schwer? Nö, ist nicht schwer. Aber muss man erst mal lernen, ne? Ja. Hat das lange gedauert? Ja. Ich lerne das ja noch. Was erscheint dir so unten, das zu essen? Laut in den Busch. Egon, Hans-Joachim und die anderen sind inzwischen dabei, sich ihre gedrehten Szenen vom Vormittag anzusehen und soweit es geht auch zu beurteilen. Gibt es noch Aufnahmen, wo er ein bisschen mehr zu sehen ist? Wie mit mir? Ja, also mit dem Oberkörper. Ach so, später, ja. Auch hier sorgen Betreuer dafür, dass möglichst alle daran beteiligt sind, das Haus der kleinen Menschen richtig ins Bild zu setzen, auch wenn es jetzt nach dem Mittagessen schwer ist, sich zu konzentrieren. Da spielt doch ein Egon eine Rolle in der Geschichte. Ja. Wer ist das? Das bin ich. Mhm. Ja. Und was machst du in der Geschichte? Ich gehe einkaufen. Für die kleinen Menschen? Ja. Warum sind die so sympathisch? Weil die Menschen klein sind. Und die großen Menschen zu groß. Da komme ich nicht so gegen an. Wenn man was Gutes tun will, dann muss man die zufriedenstellen, die kleinen Menschen. Und das geben, was sie haben wollen. Wogegen kommst du nicht an bei den großen Menschen? Nee, die sind zu groß. Zu mächtig. Hier. Was machen die denn? Ja, die können dich umhauen, nicht? Umhauen können die dich. Die ehemaligen Blankenburger haben Glück gehabt, dass sie in Blankenburg waren. Denn Blankenburg ist bisher die einzige psychiatrische Anstalt für Langzeittherapie in Deutschland, die konsequent aufgelöst worden ist. Die Versorgung psychisch Kranker und Behinderter in der Bundesrepublik ist dringend verbesserungsbedürftig, so die grundsätzliche Feststellung der Enquete zur Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik vor 20 Jahren. Der Satz hat heute noch Gültigkeit. Trotz aller Beispiele, dass es auch anders geht. Das humanitäre Jahrhundertwerk hat zwar einen Türspalt geöffnet, aber keinesfalls die Anstaltsmauern eingerissen. 250.000 Bundesbürger kommen jährlich in die Psychiatrie und müssen nach wie vor mit dem Schlimmsten rechnen.
überlastete Therapeuten, überforderte Pfleger, überfüllte Kliniken. Auch noch so hehre Absichten scheitern dabei weniger am guten Willen von Ärzten und Psychologen als am Geld, das notwendig wäre, die Psychiatriereform konsequent weiterzuführen. Die Hölle von Blankenburg war vor der Auflösung ein Teil dieser Bremer Klinik. Heute gibt es hier, statistisch gesehen, überhaupt keine Langzeitpatienten mehr. Und ebenso statistisch hat sich die Dauer der Klinikaufenthalte der Patienten innerhalb von 10 Jahren halbiert. Aber zufrieden ist damit niemand. Die Reform steckt fest. Angeschnallte Patienten und zu viele Medikamente sind auch heute noch Klinikalltag. So die Bekenntnisse des Klinikleiters. Ja, hohe Medikamentierung und Anschneiden braucht man. Und das ist in einer Einrichtung dieser Größenordnung immer die Regel. Übrigens, wir sind auch in diesem Akutkrankenhaus zu groß. Und das darf auf Dauer auch nicht so bleiben. Das heißt, Psychiatriereform hier noch nicht bis zu Ende stattgefunden? Nein, noch lange nicht. Also diese sehr große Klinik an einem allgemeinen Krankenhaus ist viel zu groß. Und wir müssen von hier aus auch mit der Akutversorgung in die Stadtbezirke gehen und einzelne Abteilungen und noch kleinere Einrichtungen in den Stadtbezirken machen. Wir können viel mehr ambulant machen. Das sind so die Aufgaben der nächsten 10 bis 15 Jahre. Warum dauert das so lange? Wenn man das weiß, dass es viel besser ist für die Leute, dann müsste man es doch eigentlich sofort in Angriff nehmen. Ja, könnte man auch. Sprechen Sie mal mit den Krankenkassen. Es gibt bei den Krankenkassen im Augenblick noch keine fachliche Kompetenz und ein aktives Interesse. Die jetzigen Reformen könnten kostenneutral erfolgen. Es würden keine Mehrkosten erfolgen, aber man müsste den Willen und die Aktivität mitbringen. Und da liegt das Problem jetzt im Wesentlichen bei den Kassen. Also es fehlen dort fachlich qualifizierte Kollegen und Kollegen und es fehlt ein Wille, dies umzusetzen. Und ist es niemand da, der die Kassen dazu bringt. Dies ist ein sehr ernstes Problem, und zwar ein ernstes Problem nicht nur in Bremen, sondern überall. Denn eigentlich ist historisch jetzt die Möglichkeit da, stärker auch was die Akutversorgung angeht, in den ambulanten Bereich zu gehen. Das heißt, die Krankenkassen verhindern das Fortführen der Psychiatriereform? Sehr scharf formuliert kann ich dem zustimmen. Peter Kruckenberg ist wütend, denn ein Ausweg ist nicht in Sicht. Die notwendigen Entscheidungen auch bei Ländern und Kommunen werden vertagt. Wieder besseres Wissen und zulasten der Patienten. Die Forderung nach weniger Klinik und mehr Leben verhallt auf frisch gebohnerten Fluren. Das öffentliche Interesse geht gegen Null und wenn es um Finanzen geht, interessieren Einzelschicksale nicht. Er ist schon zweimal gescheitert auf dem Weg nach draußen. Jetzt machen Sie wieder einen Versuch. Jawohl. Jetzt wohnen Sie nicht mehr mit anderen zusammen, nein, sondern wollen alleine ziehen. Jawohl. Wohnung haben Sie schon? Ja, habe ich schon. Haben Sie schon angesehen? Noch nicht, nein. Das heißt, Sie wissen gar nicht, wie die aussieht, die Wohnung? Nein, das weiß ich noch nicht. Und meinen Sie, dass das klappt, dass Sie alleine ja, wohnen? Doch, das habe ich, ja. Die Ruhe habe ich jetzt, haben mich jetzt gut gefangen wieder. Und jetzt geht es auch, das schaffe ich auch. Wenn ich guten Betreuer kriege, jetzt habe ich die Initiative angerufen gestern, jetzt wollen die beraten, mit dem, welchen Betreuer ich bekomme. Das soll sich noch vorstellen, dass wir ein bisschen beschnuppern tun, gegenseitig kennenlernen, und dann klappt das auch schon. Da muss jeden Tag jemand kommen? Nicht einmal die Woche. Das genügt. Einmal die Woche, das reicht. Nicht jeden Tag um Feld zocken und lachen so schön. Das will ich nicht. Aber irgendjemand muss doch aufpassen, dass der Herr Dahlmeier seine Tabletten nimmt. Das mache ich ganz alleine, das mache ich schon. Das schaffe ich doch, das mache ich. Ja? Ja, das mache ich. Und die Wohnung in Ordnung halten das und so? Das schaffe ich auch, das schaffe ich, ja. Aber ja. Das schaffe ich ganz gut. Sauber machen, das waschen? Das rasieren, das schaffe ich, das schaffe ich. So viel Zeit habe ich jetzt gehabt, um das genau zu überlegen. Wie gesagt, kriege ich auch einen guten Griff hin. Sind Sie manchmal ein bisschen schwierig? Ach nee, das geht. Ich muss jetzt nicht, wenn ich zu meinem Recht nicht komme, dann werde ich auch wütend. Und was passiert dann? Na, ich motze jeden an. Ob das ein Arzt ist oder eine Krankenschwester, der nimmt keine Rücksicht. Mhm. Und jetzt habe ich wieder, vor 14 Tagen haben wir das mal gemacht, das haben wir beruhigt. Was haben Sie vor 14 Tagen gemacht? Den Arzt angemacht, da ging es um mein Geld, ging es da. Mein Geburtstag. Und da wollten sie nicht das machen. Da war ich irritiert, da habe ich 14 Tage lang terrorisiert hier. Auf der Zone, ihn angemacht. Was machen Sie denn dann in solchen Situationen? Ich habe Wörter im Kopf, was sie nicht passen. Also werden sie ein bisschen klein, niedrig. Mhm. Und dann gibt es Krach hier auf der Station? Jo, da waren sie sauer. Jetzt habe ich mich beruhigt, ich habe mich jetzt entschuldigt.
Na, jetzt geht es wieder. Jeder Entlassungsschein wird auch hier natürlich mit dem Risiko ausgestellt, dass der Patient wiederkommt. Versuche können scheitern. Aber von allen ehemaligen Blankenburgern ist es bis heute nur ganz wenigen noch nicht gelungen, den Absprung in ein neues Leben zu finden. Es waren mal über 300, die jetzt in Wohngemeinschaften oder Heimen leben. Ärzte finden sie auch in ihrer Nähe. Hierher kommen sie nur, wenn es gar nicht anders geht. Es gibt Einzelfälle, wo die Wiedereingliederung, wenn wir sie jetzt wieder versuchen, unsicher ist, ob sie gelingt. Das sind ganz selten Einzelfälle, das sind eine Handvoll. Und dann gibt es andere, die werden zwischendurch wieder mal krank. Aber darauf muss ich noch mal hinweisen, das ist keine Besonderheit bei psychischen Erkrankungen. Wenn Sie Diabetes haben oder eine Herzerkrankung oder eine Nierenerkrankung, dann ist die Rückfallhäufigkeit nicht niedriger als bei psychischen Erkrankungen auch. Wenn Sie das jetzt so grundsätzlich beurteilen, kann man sagen, es muss solche Einrichtungen wie Blankenburg, solche Langzeiteinrichtungen eigentlich überhaupt nicht mehr geben in der Bundesrepublik? Nee, nicht eigentlich nicht, es darf sie nicht mehr geben. Es ist kontraproduktiv. Ja, ja. Und Gott sei Dank gibt es in einer Reihe von anderen Orten jetzt auch intensive und aktive Enthospitalisierungsbemühungen. Zum Beispiel in der größten deutschen Nervenklinik in Mettburg-Kau mit dem größten Langzeitbereich läuft ein sehr aktives und gutes Enthospitalisierungsprogramm im Rheinland, was auch mit relativ guten Mitteln ausgestattet ist. Aber nicht überall, nicht überall. Und eine große Gefahr besteht darin, diese Patienten einfach in unqualifizierte Heimeinrichtungen auf dem Lande, groß, schlecht personell ausgestattet, abzuschieben, wo sie dann wieder vergessen werden. Wo der Mangel an Personal und Qualifikation mit Medikamenten kaschiert wird, hat das Seelenpuzzle keine Chance, ein stimmiges Bild abzugeben. Ausgetrocknet, willenlos, apathisch. 24 Stunden Dämmerung jeden Tag. Wenn die ehemaligen Blankenburger heute zurückdenken, dann ist für sie alle klar, nie wieder zurück. Nie wieder unselbstständig, nie wieder von jemandem hören, du taugst nichts. Und nie wieder an einem Tisch sitzen müssen, an dem nur mit Löffeln gegessen werden darf. Vorbei. Das tägliche Treffen zum Mittagessen im Blaumeier Café ist jetzt ganz normal, wie das übrige Leben auch. Hier wird gelacht, hier wird getanzt, hier werden Geburtstage gefeiert. Der Kaffee extra stark gekocht, so mögen sie es am liebsten, und geraucht wird ohne Ende. Das haben sie sich erst draußen angewöhnt, Kaffee und Tabak von morgens früh bis abends spät. Hallo Paula! Der unterirdische Leben. Geht's dir gut? Viele kommen auch wegen Minna. Sie ist die Seele im Café. Redet wenig, aber ein freundliches Lächeln hat sie für jeden. In Blankenburg hat sie auch in der Küche gearbeitet, aber längst nicht so gerne. Hier ist Minna morgens die erste und abends die letzte. Schmeckt dir das Essen eigentlich? Ich habe schon gegessen, in die Tagesstätte habe ich schon gegessen. Ach so. Ja, war gut. Da gab es Kartoffelbrei und Gulasch und Pilze. Hat es heute gegeben und Gurkensalat. Wir haben jeden Dienstag eine Gemüsesuppe. Was? Wir haben jeden Dienstag Gemüsesuppe. Ja, Gemüsesuppe. Ja. Wo wohnst du denn eigentlich? Ja, von der Aachener Straße. Ja, da wohnst du nicht. Nein, da wohne ich nicht, da arbeite ich. Ah, da tust du arbeiten. Ja. Da verdienst du dein Geld, ne? Das stimmt. Ich muss auf Andreas warten, der kommt ja mal. Die kommen auch, ne? Ja. Heute ist hier besonders viel los wegen der Theaterproben. Ein Stockwerk tiefer, Gesunde und Kranke spielen gemeinsam Theater. Die Theatergruppe gibt es schon lange. Jedes Jahr ein neues Stück Eigenproduktion. Kreuz! Kreuz?
In diesem Jahr allerdings haben sie eine Vorlage. Sie spielen Goethes Faust. Generalprobe für die Bürgerszene in Auerbachs Keller. Ja, doch. Ja. Ihr schummelt doch! Wir schummeln? Nö. Mach ihn nicht mehr mit, ich setz mich jetzt zwischen euch! Falsch, mach du das! Können wir weiter spielen? Viel! Hans-Joachim macht diesmal beim Theater nicht mit. Er hat seine Rolle in der Videogruppe. Das genügt ihm. Und heute hätte er sowieso keine Zeit. Er hat was Besonderes vor. Zwei Pakete schwarzen Kronen. Danke. Hans-Joachim macht einen Ausflug in die Vergangenheit. Wir haben uns mit ehemaligen Blankenburgern verabredet, mal wieder hinzufahren in die alte Anstalt, zu sehen, was heute draus geworden ist. Keiner von ihnen ist seit der Entlassung noch mal da gewesen und es hatten auch nur ganz wenige Mut, mitzufahren. Da ist doch schon Blankenburg da. Ja. Yeah. Das da. Ja. Yeah. Wir sind jetzt in Blankenburg. Ja, du sagst. Dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir da rein. Mit dabei sind auch ein Arzt und ein Psychologe. Beide hatten damals die Auflösung der Anstalt mit betrieben. Spurensuche. Tja, da wird das schon gucken. Das ist alles geblieben. Ich habe hier wieder Wut drin, früher. Das dann da in der Einwand. Da habe ich geschlafen. Da habe ich geschlafen. Das war Zimmer, war das hier. Das war da? Da Uschi geschlafen, da habe ich geschlafen. Uschi Fahrenthus? Mit der habe ich zusammen geschlafen, ja. Hier ist in der Rolandstraße, was? Ja. Hattet ihr ein Waschbecken hier, ne? Nee, ein Waschbecken hatten wir nicht. War da eins? Ne, doch, ne? Sieht so aus, ja. Weiß ich nicht mehr. Tja. Und dann waren die lange drin, dann hat Uschi mich wieder rausgeholt hier. Dann hat sie mich in den Waschsaal gesteckt. In Waschsaal? Wasser? Wachsaal, ja. Wo ist der denn? Das ganze durch, geradeaus durch. Der Wachsaal. Alles ist wieder da. Namen, Geräusche. Nur der alte Geruch nach Reinigungsmitteln und Bonawachs, der fehlt. Das ist der Wachsaal. Hat das denn was Besonderes, hierher zu kommen, in diesen Raum? Nichts Besonderes. Das Strafe war das. Aber ich muss auch in einem Zimmer war ich hier gewesen. Ne? Und da mache ich morgens das Zimmer sauber und hau mit dem Schopper ein bisschen an der Heizung ran. Da kommt die Schwester Ute angeht, sagt, muss das sein? Wenn das nochmal so ein Krach macht, muss ich dich an allen Händen festmachen, sagt sie. Wollt sie mich festschnallen? Ja, hier sind doch auch viele festgeschnallt gewesen. Ja, aber ich bin noch einmal festgemacht und einfach im Wochen im Bett gelegen, ich mal. Weil ich ein bisschen Kaffee und ein bisschen was geklaut hatte, weil ich Alkohol getrunken hatte. Das hat Bobby so viel gesehen, dann bin ich in der Liebe. Ich bin das zu machen, an einem bis 5 Wochen festgemacht worden. Ist mir festgemacht. Ja, wie findest du denn das heute jetzt hier? Komm bloß raus, hier nichts mehr. Nee, ich bin ja so voll von dir. Nimm mich nicht mehr her, du. Nee, du, ich würde bleiben, wo sind wir jetzt? Komm mal gewesen, welche Zeit? Heute werden in Blankenburg Asylbewerber untergebracht und im Grunde hat sich wenig verändert. Es gibt wieder Pförtner, es gibt Aufseher und neue Bewohner, die lieber heute als morgen das Gelände verlassen würden. Kontaktaufnahme. Neu hier? Wohnen Sie jetzt hier? I speak English. Okay, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ein Ausländer sind hier drin. Ja, ist ein Asylant. Ah. Die verstehe ich nicht. Und auch wieder Langeweile auf langen Fluren. Hans-Joachim geht durch die Gebäude, als wäre er nie hier gewesen. Er erkennt nichts wieder und kann sich an nichts mehr erinnern.
Was ist das denn da für Zimmer? Das war Pflegerzimmer früher. Ja? Ja, das war das Pflegerzimmer. Ja, das war das Pflegerzimmer. Da. Ja, ja. Das war Pflegerzimmer. Keine Erinnerung mehr? Nee. Alles weg? Weißt du denn noch, mit welchen Leuten du zusammen gewohnt hast? Weiß ich gar nicht mehr. Wie viele waren in deinem Zimmer? Das kann ich gar nicht sagen, wie genau. Ja, früher hier gewohnt. Ja, früher hier gewohnt. Ja, länger. Und wie das Leben hier war auf der Station früher, weißt du auch nicht mehr? Nein. Was ihr gemacht habt den ganzen Tag? Nee. Und wo er auch rumgeführt wird, alles vergessen oder verdrängt. Nichts berührt ihn, keine alten Geschichten, kein Name. Sag mal, war das dein Zimmer? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Mal reingucken. Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Guck mal rein. So, hast du, wenn du hier reinguckst, konntest du hier rüber zum Gartenhaus gucken? Ja. Dies war dein Zimmer. Dies war mein Zimmer. Dies war dein Zimmer. Ja. Das war dein Zimmer und wenn du rüber geguckt hast, da hast du dann zum Gartenhaus rüber geguckt. Ja. Ne? Ach, dies war mein Zimmer. Dies war dein Zimmer, dein Einzelzimmer. Haargenaue Erinnerungen dagegen, nicht nur an Räume und Gesichter, auch an zermürbende Kämpfe um neue Methoden bei Klaus Pramann, dem Arzt der ehemaligen Enthospitalisierungsstation. Also wir haben ja mit den Patienten die Akten gelesen. Das war ja am Anfang eins der wichtigen Dinge, dass man die Lebensgeschichte, die ja ausradiert war, dass man die wieder aufnahm. Und wir haben also die Akten, die teilweise recht dick waren, dann durchgearbeitet mit den Patienten und haben also so an die alte Lebensgeschichte angeknüpft, was teilweise auch Emotionen wieder hat hochkommen lassen. Und was auch dazu geführt hat, mal zu beschließen, wir fahren da mal wieder hin nach Bremen, in die Straße, wo das Haus war. Manche dachten sogar, sie könnten da wieder einziehen, das wäre immer noch ihr Haus. Aber im Sinne der bestehenden, damals bestehenden Klinikleitung ist das doch ein Verhalten, was völlig daneben war. Ja, das ist ja nicht, das entspricht ja nicht dem Anstaltsdenken oder der Anstaltsordnung, dass Menschen freien Zugang zum Telefon haben und einfach mal wählen können. Und überhaupt Zugang zu Dienstzimmer, Zugang zu Unterlagen, das war was Neues, ja. Ein kurzer Besuch. Am Ende wollten doch alle schnell wieder weg. Das neue Leben genießen, bei neuen Freunden und Bekannten, in der Wohngemeinschaft, in der Nähstube, beim Filmemachen oder auch in der Theatergruppe. Premiere für das neue Stück. Nach nur 2 Monaten Vorbereitung für Menschen, die früher für unfähig gehalten wurden, mit Messer und Gabel zu essen. Goethes Vorlage ist zusammengestrichen auf 1 Stunde, das reicht. Der Text ist grobe Orientierung. Die Geschichte durchaus wiederzuerkennen. Gott, Teufel, Engel, Gretchen und Faust natürlich. Und, aufgeregt? Nein, geht ja nicht. Geht so? Alles noch im Kopf? Ja. Ich denke dann. Ja? Und was ist mit dir? Ja, das Schlimmste sind da diese langen Szenen, wo man am Ende so viel sagen muss. Der Monolog ohne Soufflöse. Ich habe 2 Jahre auf der Universität gelernt. Und noch das vierte Jahr hinzugelernt. Und plötzlich bin ich ein gebildeter Faust geworden. Der hochgebildete. Doch ich habe es als Faust nicht immer leicht gehabt. Und Faust zu sein, kann manchmal sehr anstrengend sein und auch ein bisschen einsam.
erklärt. Und dann habe ich als Faust es viel schwerer gehabt. Zu lernen, zu studieren. Oh, was soll ich denn zukommen? Heute ist wieder Sonne. Ja, taugen. Aber eine Chance, du, nur eine Chance. In dieser Stunde sind natürlich auch in Auerbachs Keller alle Demütigungen vergessen, die sie erlebt haben. Kein Gedanke an Tabletten, an übermächtige Pfleger, an Elektroschocks, an Entmündigung. Hier wollen sie nur Spaß haben und Spaß für andere machen. Ich wollte gerade sagen, als Engel bin ich eigentlich nicht gerade der Passende. Ich habe nämlich unerträgliche Höhenangst und ich lasse mir das nur manchmal nicht anmerken. Aber das wäre eigentlich nicht gerade passend als Engel. Aber die habe ich schon seit Geburt und eine erhebliche Unsicherheit im Gleichgewicht. Also nicht, wie ein richtiger Engel das ertragen kann. Das wundert dich. Das neue Stück, ein großer Erfolg. Begeisterung, Erschöpfung, Weinen vor Freude. Das Leben ist wieder da. Hinter der Bühne wird Gott schon wieder zu den Requisiten gelegt. Und nicht nur Faust ist froh, dass er es geschafft hat, dabei zu sein, auch wenn es anstrengend war. Kann ich aber nicht mehr. Will sie tragen? Nein, das geht gerade mehr. Schlussgesang für alle geretteten Seelen. In dubio pro libido, im Zweifel für den Spaß, für das Vergnügen.